Willkommen zurück zu einem klitzekleinen Special für den LP-Char. So, denn ich wollte mein Camp umsetzen und ja, da ich mal mein letztes total in Eimer gehauen habe und sowieso umziehen wollte, zeige ich euch erstmal, wo ich jetzt hier überhaupt bin. Das heißt, ich bin hier beim ehemaligen Riss-Standort. Also, was heißt ehemalig? Vor Wastelanders war hier die hinten dieser Riss offen und es kam hier immer eine Brandbestie raus. So, hatte mich privat jetzt nicht gestört, beim LP-Char schon. Und an und für sich war diese Stelle hier recht gut. Denn diese Stelle hier kann auch zwei Extraktoren beinhalten. Ist eine der wenigen Stellen, die auch zwei Extraktoren hat. Und es sind sogar zwei sehr wertvolle Extraktoren, die man eigentlich auch sehr häufig braucht. Das eine ist hier unten in dieser kleinen dunklen Höhle Säure. Und für die andere müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen außenrum quasi. Deswegen habe ich mir auch Jetpack mitgenommen, weil wir müssen das jetzt gleich so ein bisschen Kletterstunde machen. Und mit Jetpack ist das halt deutlich einfacher, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen zu stark überladen bin. Und die andere Stelle ist quasi hier oben, nämlich Blei. Das heißt, ja, man hat, wenn man das jetzt hier richtig anstellt, an und für sich Säure unten und Blei oben. Die sind quasi übereinander. Also hier unten ist dann auch die Höhle, da ganz unten. Und ja, das Problem ist aber, das Camp hat ja sozusagen einen Radius und es gibt eine maximale Bauhöhe. Die gibt es aber auch in der Tiefe. Das heißt, wenn man jetzt, sagen wir mal, hier oben das Camp hinstellen würde, kann ich unten kein Säure holen. Das heißt, ich muss jetzt hier gucken, dass ich jetzt das Camp irgendwo hier in den Berg reinsetze. Und zwar gibt es da mehrere spezielle Punkte, damit ich sozusagen beides bebauen kann. Und den Rest muss ich dann halt irgendwie versuchen, so zu bauen, dass es halt auch passt. Ich werde das natürlich splitten. Ich werde mal gucken, ich werde jetzt immer 30 Minuten lang aufnehmen und so lange halt immer splitten, bis das Haus halt fertig ist. Ich bin meistens sehr unzufrieden mit den Dingern, deswegen, ja, mal gucken. Ich werde es jetzt einfach immer so machen, dass es immer als letztes der Folgen da ist. Ja, habe ich es gleich geschafft? Ja, fast. Das heißt, diese Folge kommt hier halt immer um 17 Uhr. Und dann passt das. So. Oh, gucken, ob ich das jetzt gleich zu Anfang so hinkriege, wie ich das haben will. Ah, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Müssen wir kurz warten. Weil dort in diese kleine Nische, da muss das rein. Ah, und das ist halt gar nicht so einfach. Kann ich mich hier wieder raufstellen? Nee. Ich kriege mich da nicht rauf. Ah. Ja, ich weiß. Hör auf mich zu ärgern und setz es endlich da so hin. Es bringt halt nichts. Jetzt hab ich's. Hab ich's? Ja. Es bringt halt nichts, wenn man das Camp halt vorher woanders hinsetzt, weil dementsprechend ist halt auch der Radius. Jetzt sieht man hier mal. Oh, 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 oh. Ja, das können wir erstmal alles lagern. Also sämtliche Komponenten hier einmal. Oh, das war das Haus. Oh. Hängt. Ja, wackelt und hat Luft. So. Dann haben wir jetzt erstmal alle Komponenten gelagert. Warum ich damals hier weggegangen bin, aus dem Grunde, weil man quasi hier nichts anbauen kann. Und ich habe ja jetzt schon vor ein paar Folgen, hatte ich befruchtbaren Boden oder nee, fruchtbare Erde oder so hieß das. Mir von den Siedlern gekauft. Und jetzt müsste das eigentlich auch möglich sein. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir jetzt auch beides richtig drin haben. An und für sich müsste es
Sieht von der Position her richtig aus. So, Ressourcen. Das heißt, ich habe hier einmal Säure und ich habe hier Blei. Wunderbar. Das heißt, das habe ich schon mal richtig gemacht. Das heißt, die stelle ich jetzt auch als erstes mal auf. Alter, müsste das eigentlich hier auch unten mit der Untergrenze jetzt passen. So, und das prüfen wir jetzt, indem wir jetzt einfach hier unten einmal Boden hinsetzen. Okay, das klappt. Ich kann hier unten noch hinsetzen. Sehr schön. So, das heißt, den nehme ich nochmal mit. Und wir fangen jetzt mal... Eigentlich müsste ich, glaube ich, von unten anfangen. Von unten wäre es, glaube ich, schlauer. Aber von oben, ich weiß nicht, wie hoch meine Bauhöhe ist. Na komm, wir gehen doch nochmal außen rum. Ich bin halt einfach zu schwer. Ich habe halt so gut wie kaum AP. Kann ich nicht noch irgendwie was rauspfeffern oder mir ergaunern? Ich habe einfach zu viel Wasser bei. Ah, hey, das hat sogar gereicht, ein bisschen Wasser zu saufen. So, das heißt, wir gucken jetzt mal hier, wie hoch jetzt unsere Bauhöhe hier jetzt noch übrig ist. Das ging wunderbar. Jetzt brauche ich mal kurz Wände. Weil irgendwann geht mir hier die Bauhöhe... Ja, hier oben ist dann schon die Bauhöhe weg. Habe ich noch einen halben? Nein, habe ich auch nicht. Das heißt, ich darf hier noch eine Wand setzen. Das wäre dann die maximale Range. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier den Boden... Können wir gucken, was wir jetzt hier gelagert haben. Aber Boden haben wir genug gelagert. Gucken wir mal, ob das jetzt gleich so passt, wie ich das mir vorstelle. Weil ich möchte hier nachher nichts Fliegendes haben. Ne? Das heißt, wir gehen hier doch nochmal ein bisschen runter. So. Na, ah, dann habe ich hier den Felsen drin. Das sieht hässlich aus. Das heißt, das muss doch noch ein kleines Stückchen höher. Oh, ungefähr so. Auch wenn es jetzt ein bisschen versetzt ist. Ist ja im Endeffekt nicht schlimm. Nee, da. Der will noch nicht. Okay. Spielen wir jetzt mal kurz mit Lego-Steinchen hier. So. Der geht da ran, wunderbar. So, hier. Ah. Oh, wir könnten sogar fast zumachen. Cool. Das habe ich bei meinem Privatcamp nicht so hingekriegt. Das Gute ist hier, man wird nur von unten angegriffen. Das heißt, ich erwarte quasi jetzt nur noch von unten Angriffe. Und das sind dann maximal vielleicht ein paar Hunde oder ähnliches. Da kann man unten ja, zwei Raketentürme hinstellen. Reicht dicker aus, um alles da zu pulverisieren. Deswegen passt das. Na, ich würde noch einen weiter nach vorne gehen, oder? Ja, jetzt muss ich dich erstmal... Nehme ich mal kurz den hier. Na? Warum möchtest du hier vorne nicht ransnappen? So. Na komm. Ich habe doch dreimal gesehen, dass du da ran willst. Du hast gesagt, du willst. Na? Jetzt will er. So, und jetzt können wir auch die Treppe daran setzen. So. Jetzt muss ich gucken, wo sind meine Wasseraufbereiter? Die muss ich hier oben hinstellen. Unten in der Höhle habe ich keinen Platz. Das Ding kann weg. Das ist ein Geschützturm, den ich nicht mehr brauche. Deko machen wir dann später auf jeden Fall noch. So, wo habe ich meine Wasseraufbereiter? Ich hoffe, ich habe die jetzt schon nicht wieder überskippt. Da sind sie. So, und ich kriege jetzt hier auch nicht allzu viele hin. Das heißt, ich setze jetzt einen hier hin. Einen hier hin. Und kriege ich hier noch den einen rein hier?
Probieren wir es mal so. Ach nee, halt. Ich muss ja erstmal beiseite schieben. Ich mag das nicht, wenn die Dinger so fliegen. Das heißt, wir schieben dich jetzt so hin. Kriegen wir dich hier noch rein? Nee, leider nicht. Das heißt, hier machen wir jetzt noch einen hin. Millimeterst Arbeit. Millimeters. So, und hier noch ein. Das passt. Drei Stück sind es zwar nur, aber... Na, eigentlich könnte man jetzt sagen, hier macht man noch einen hin. So, aber wie gesagt, man müsste dann halt hier drüber steigen. Ah, mal gucken. Und das mit der Verkabelung, das müssen wir dann auch nochmal regeln. Bei denen ist es eigentlich relativ simpel. Die brauchen wir nur einmal eine Reihe schalten. So. Und so. Ah, gut. So, hier oben kommt eigentlich so gut wie fast kein Angriff an. Das heißt, hier brauche ich keine Angst haben. Hier müsste ich jetzt nochmal gelagert. Jetzt brauche ich wieder den Boden. Da. Hier noch einmal zumachen. Hier einmal zumachen. Und hier würde ich auch noch einmal zumachen wollen. Wenn er das zulässt. Ja. Jawohl. So, wunderbar. Das heißt, hier kann ich jetzt auch nicht mehr drin spawnen. Und wenn ich dann hier spawnen würde, dann würde ich halt hier oben drauf landen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... Ja, hier setze ich doch nochmal einen hin. Muss dann halt das Kabel hier nochmal einmal durchsetzen. Aber ich brauche ja erstmal den Hauptanteil. So, jetzt muss ich erstmal mit der Leiter gucken, dass ich nach unten komme. So, dann brauche ich jetzt einmal Böden. Und zwar jetzt komplett andere. Hab ich noch welche? Ja, ich habe noch welche. So, und deswegen auch Powerrüstung. Weil ist ein bisschen gefährlich hier. So, ich werde jetzt erstmal alles mit normalen Böden bauen. Und nachher dann halt alles auswechseln. Weil das soll jetzt hier sozusagen auch gleich schon das Dach werden. Ah, da kommen wir ja noch zu. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Platz ich jetzt noch nach außen hin habe, weil ich sehe die Grenze von unten nicht. Und ich will ja nachher noch Wände dran machen können. Und ich muss aufpassen, weil... Hinten ist eine Felswand, die mir gerne gleich den Strich durch die Rechnung machen. Okay, hier ist schon fertig. Gucken wir hier nochmal. Das heißt, wir tasten uns jetzt hier nochmal ran an die Grenzen. Ja, hier ist auch durch. Da geht noch. Weil ich will hier später auch nochmal Zäune dran haben. Also hier Schutz. Schutz, Schutz, Schutz. Und die kann man nicht setzen, wenn man außerhalb des Baubereichs ist. Hier ist zum Beispiel schon mal nicht mehr der Fall. Hier geht's locker noch. Da kann ich sogar noch einen an die Wand gehen. Das heißt, der kommt weg. Der wird's nämlich so gemacht. Jetzt müssen wir einmal wieder nach vorne. Ja. Gehen wir erstmal am Rand. Schlimmste, was hier jetzt passieren kann, ist, ich fall runter und muss halt wieder außen rum. Na. Na. Richtig rumgedreht. Der macht das später mit dem Ersetzen leichter. So, und wir haben keine Böden mehr. Da muss ich neue nehmen. Und hier sind wir an der Baugrenze. Das heißt, ich kann hier schon mal zurückgehen. Und ich möchte ja hier quasi eine Treppe, die jetzt nach unten führt, weil ich will ja nicht immer außen rumlaufen. So, und hier haben wir schon das erste Problem, nämlich die Wand. Ich könnte das jetzt mit versuchen, mit Bodenplatten zu machen. Das Problem ist aber, die müssen halt auch irgendwie ein bisschen einsnappen. Das heißt, so ungefähr. Und jetzt müsste ich hier hinten noch durch eine Treppe ersetzen. Das heißt, ich muss mal gucken.
Nicht, dass ich jetzt zu weit war. Jetzt gehen wir wieder auf Schutz, weil die sind immer ein bisschen empfindlicher. Hier geht noch. Hier auch. Wunderbar. Das klappt. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Obergeschoss quasi schon so gut wie fertig. Mit einer Treppe gefällt mir das sogar deutlich besser als mit zwei. Kann er das mit meinem, auf meinem Privat mit zwei Treppen? Aber mit einer Treppe habe ich deutlich mehr Platz. Sollte ich mir nochmal überlegen, das da vielleicht auch umzubauen. So, das heißt, du wirst gelagert, du wirst gelagert, du wirst gelagert, du und du. Und du. Denn ich muss ja jetzt nach unten gehen. Das heißt, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg und du kommst weg. Ihr wart jetzt sozusagen nur mein Test. Jetzt brauche ich einmal eine Treppe nach unten. Die mache ich von außen. Dann brauche ich einmal den Boden wieder. So, was hatte ich hier? Nach Norden. Okay. So, dann machen wir hier einmal rum. So. Und dann brauche ich wieder eine Treppe. Treppe, 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 Treppe. Da. Die hier runter geht. Und dann brauchen wir wieder Böden. Oder gehe ich eigentlich von hier aus? Bin gerade am Überlegen, baue ich jetzt hier schon das Zweiergeschoss ein oder nicht? Ah komm, ich baue hier das Zweiergeschoss ein. Das ist, glaube ich, deutlich besser. Das heißt, hier kommt später mein Garten rein. Braucht mein Garten aber auch ein bisschen Platz. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, sind hier die Bäumchen. Ne? Die kann man aber auch leider nicht wegmachen. Und dich habe ich schon falsch gesetzt. Na? Ich wollte auch mal meinen. So, das heißt, ich muss gucken, dass ich hier auch gleich mit der Wand noch durchkomme. So. Und dann müsste von dort aus, ja, passt. So, wo ist jetzt hier die Kante? Hier ist die Kante. Das heißt, hier, der bleibt frei. Den bauen wir auf. So. Muss halt hier aufpassen. Hier sind halt ab und zu mal so ein paar Spitzen. Die muss ich dann halt ein bisschen umbauen. Hier können wir aber noch locker einen reinhauen. Aber für sich könnte ich hier auch noch einen reinhauen. Das dürfte mit dem Böden, also mit den Wänden nachher gut klappen. Testen wir mal kurz mit dem Holz hier. So, hier passt das. Hier passt das auch. Das Testingholz. Hier passt das auch. Hier kann ich es auch setzen. Hier auch. Und hier auch. Wunderbar. Gut, das Testingholz lassen wir mal. Dann gehen wir jetzt zur nächsten Etage. Das wird jetzt aber ein bisschen trickiger. Die brauche ich jetzt nicht ganz so groß. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder eine Treppe. Die geht einmal nach unten. Dann brauchen wir wieder Böden. So, jetzt sehe ich es gerade nicht richtig. So, jetzt ist es richtig. Na. So. Und jetzt gehen wir von hier aus schon. Na. Dass der manchmal nicht die Nase so richtig durchsetzen will. Jetzt gehen wir nämlich schon von hier aus weiter nach vorne. So. Na, komm schon. Ich sehe doch, dass du willst. So, und der wäre ein zu viel. Das heißt, wir gehen hier schon zur Seite. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja auch noch ein paar Räumchen für uns. Werkbänke, Privatgemächer, whatever.
Ah, den werde ich hier wohl wahrscheinlich nicht benutzen können. Den überprüfen wir nochmal. Das heißt, ich hole mir hier oben nochmal ein Testholz. Ja, hier sieht gut aus. Hier haben wir das Problem und hier auch. Hier ebenso. Und hier auch. Oh. Gut, das heißt, ich probiere mal was aus. Und zwar folgendes. Wenn wir Wände nehmen, kann man folgenden Trick ansetzen. Wenn es klappen würde. Ne, das war das Falsche. Dann brauche ich die andere Ecke und ich muss ja nach innen gesetzt. So rum, ja. Und dann kann man das normalerweise so verschließen, aber es geht nicht. Schade. Ab und zu klappt's, ab und zu klappt's nicht. Der hier würde gehen und dann könnte ich jetzt hier eigentlich verschließen. Ja. Dann hat man hier zwar so einen kleinen Balken drin, aber es ist nicht weiter schlimm. Der lässt sich aber echt nicht machen. So, können wir das hier vielleicht genauso machen? Zur Not muss ich halt... Also, halt, falsche Richtung, so rum. Dann brauche ich jetzt wieder den entgegengesetzten Part. Das ist der falsche. Hier kriegen wir es nochmal hin. So. Hier klappt das auch. Das heißt, der hier ist der einzige, der frei ist. Gut, dann probieren wir es nochmal anders. Wir haben ja hier noch davon welche. Den kriege ich hier zum Beispiel nicht drunter. Was, hier willst du drunter? Okay. Hier geht es. Hier geht es auch. Hier, naja, hier wäre es eigentlich verschwendet. Okay, dann machen wir den erstmal weg. Das Testingholz, das brauche ich unten bestimmt gleich wieder. Denn gucken wir jetzt mal, dass wir hier das vielleicht nochmal mit dem Trick. Es kostet zwar ein bisschen mehr Baubudget, aber es sieht halt einfach schöner aus. Etwas schöner wenigstens. So. Ich kriege hier aber keinen drauf. Der will nämlich oben ansnappen. Okay, das hier ist problematisch. Gucken wir mal hier einfach mal eine normale Wand erstmal rein. Normale Wand. Normale Wand. Normale Wand. Ja, aber wenn ich jetzt hier noch eine rausgehe, dann habe ich hier ein Problem. Und ich wollte jetzt hier nicht unbedingt auf Fels gucken. So, gucken wir mal, dass wir jetzt hier von der anderen Seite einen Snap-Punkt kriegen. Nee. Den möchte er nicht haben. Und den möchte er zwar haben, aber den nimmt er nicht. Das nimmt er auch nicht. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Das ist, ja, ich meine ja, das ist ein bisschen Fummelei. Und hier kommt jetzt gleich das nächste Thema. Da ist nämlich auch schon wieder so ein dickes Ding. Und ja, Fastnacht werden wir jetzt ignorieren. Wir wollen jetzt hier wirklich fertig bauen. Gut, mal erstmal Böden. Da muss ich mir gleich nochmal einen Kopf drum machen. Kann ja gleich, wenn ich mal kurz Pause mache, mir überlegen, wie ich das am besten mache. Oh, den habe ich verschoben. So. Und ich merke gerade, ich habe ja gar keine Leiter hier nach unten. Die muss ja gleich noch reinkommen. Oh. Na, komm. Artig. Oh, nee, der war schon zu viel. So. Und hier müssen wir ja noch mit der Leiter wieder nach unten. Das heißt, der ist auch zu viel. Dann gehen wir hier schon mal wieder mit der Leiter zum nächsten runter. So. Und dann brauche ich wieder Böden. Und dann geht's weiter hier unten. Och nö, der Baum ist im Weg. Ehrlich.
Verkürze ich das Ganze jetzt oder nicht? Wenn jetzt hier der Baum im Weg ist, ist das natürlich doof. Wir könnten... Nee, den kann ich nicht wegnehmen. Wir könnten ja von hier aus gucken. Aber das wäre zu viel, oder? Da wäre ich doch weit über alle Maßen drüber. Aber hätte was Individuelles. Gucken wir mal. Schutz, machen wir's. Ja, hier hätte ich das Problem. Ich kann aber auch nicht einen zurückgehen. Und mit einem halben sehe das doof aus. Aber wir haben es fast geschafft. Wir sind auch schon fast am Boden. Warum ist jetzt hier dieser Baum denn so blöde im Weg? Also hier passt das ja noch. Schwierig. Wir könnten probieren. Quasi, ne, das geht ja auch alles in den Berg hinein. Wir reißen das hier alles nochmal ab. Und müssen gucken, dass wir mit der Treppe woanders lang kommen. Na? Was ausgewählter Gegenstand schwebt. Erzähl doch so kein Käse. Das heißt, ich kann auch hier und... jetzt habe ich hier die Treppe zwischen. Das möchte er hier nicht ansnappen. Das heißt, ich bräuchte noch eine zweite Treppe für die Halterung. Das fliegt ja jetzt gerade alles hier. Das heißt, du bist jetzt gerade mit meiner Halterung. Kann ich dich kurz wegseppen? Dann müsste ich hier... Den Boden kriege ich nicht rein wegen dem blöden Baum. Das ist das Problem. Der blöde Baum ist im Weg. Und deswegen... Ah, Treppe würde ich rankriegen. Na? Eben wollt's noch. Ich hab's gesehen. Gut, ich muss die Treppe einmal kurz versetzen. Das hier mal kurz einlagern. Kriegen wir es jetzt ran? Jetzt kriegen wir es ran. So. Jetzt die Frage, wie komme ich jetzt da hoch? Kann ich jetzt einfach so machen. Oder ich müsste hier die Treppen tauschen. So rum. So rum. Dann kriegt das auch keiner mit, dass ich hier die Treppen getauscht habe. Dann dürfte diese Treppe doch eigentlich an und für sich hier ranpassen. Jawohl. Da müsste man hier zwar um außen rumlaufen, aber das finde ich jetzt eher weniger störend. So, dann hier nach Norden ausrichten. Oh. Überschneidung mit einem Objekt. So. Jetzt wird es langsam immer trickiger. Aber das klappt. So, hier noch. Hier haben wir noch einen. Oh, hier haben wir auch noch einen. Wunderbar. Das wird definitiv nicht das Schlafzimmer. Hahaha. Ich mag keine Bäume in den... In Dingsragen. Aber eigentlich müsste es das Schlafzimmer werden. Na, jetzt. So, und hier kriegen wir auch noch einen hin. Hier kriegen wir auch noch einen hin, aber den kriege ich nicht hin. So, und hier kriege ich auch keinen mehr ran. Doch, einen kriege ich noch ran. Holen wir mal kurz das Testingholz. Bevor ich jetzt hier weitermache. So. Testen wir das nochmal kurz aus, ob ich die Wände da auch rankriege. Hier passt das. Hier passt das. Hier auch. Hier ebenso. Der dürfte passen. Der auch.
Ja. Das klappt alles wunderbar. So, dann müssen wir jetzt hier aber auch noch trotzdem noch weiter runter. Das heißt, ich mache mir jetzt das einfach mal ein bisschen einfacher, da ich ja hier nichts weiter hinsetzen kann. Mal hier jetzt dran. So. Und jetzt wird es aber wirklich schwierig, weil jetzt müsste ich aber eigentlich auch schon dicken Boden ansetzen können. Nee, das klappt noch. Aber hier ist der Baum jetzt megamäßig im Weg. Ah, fast geschafft. Wir sind doch schon fast ganz unten. Aber ich müsste halt noch einmal zur Seite kommen. Man könnte jetzt sagen, okay, gut, man macht das jetzt noch für das letzte Stück. So, und dann macht man hier Treppe. So. Und jetzt kann ich da unten nämlich auch mit dem dicken Boden bauen. Wo haben wir ihn? Den ganz dicken Boden. Eher gesagt, die Beton-Lego-Klötze. Wo seid ihr? Da. Ah, passt. Aber wir sind zu tief. Das heißt, ich muss da dran. Okay, gut. Gut, dass wir es getestet haben. Das heißt, so und so. Und da muss einer dran. Genau so wollte ich es haben. So, und jetzt brauche ich hier noch einen. Ah, passt. Auch wenn das jetzt am Ende alles ein bisschen fliegt hier unten. Das ist nicht so störend, finde ich. Ne, der ist zu weit. Den noch. Ah, passt. So, hier noch einen hin. Und da sind mir die Dinger sogar ausgegangen. So. Und hier machen wir dann den Eingang rein. Das dürfte passen. So, dann machen wir hier noch die Wand rein. Hier noch einen. Hier noch einen. Und dann brauche ich hier eine Treppe. Mal sehen, ob ich hier jetzt die Treppe reinkriege. Ah! Alle zu eng hier. Okay, Treppe kriege ich hier nicht ran. Wenn ich den wegnehme, dann kriege ich hier definitiv eine Treppe rein. Und ich habe hier sogar noch Platz zum Laufen. Ja, komm, hier, da brauchen wir auch noch eine Treppe. Für die NPCs und so. Damit die denn hier wenigstens drauflaufen können. Und das hier ist leider nicht zu verhindern, weil es ist halt hier auch hier alles noch schief und so. Und ja, es sieht kacke aus. Müsste mal gucken, ob wir das dann noch mit Baubudget stopfen können oder eher nicht. Aber ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei den ersten 30 Minuten und wir haben noch nicht mal richtig den Grundriss fertig. Oha, ich glaube, das werden schon so 3-4 Folgen werden. Weil Verkabelung und so muss ja auch noch alles ran. Gut, machen wir jetzt hier aber erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann morgen um dieselbe Zeit wieder bei den weiteren Baumaßnahmen. Also, schaltet wieder ein und bis dann.